So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ich wollte schon wieder Assassin's Creed sagen. Was ist denn los mit mir? Wir haben so viel Assassin's Creed auf diesem Kanal gezockt, dass ich die ganze Zeit Assassin's Creed sage. Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, wir wollten immer noch ihre Murmeln holen. Das machen wir, glaube ich, jetzt als nächstes. Wenn ich auf dem Weg. Diese Koboldsteine meine ich nicht, Murmeln. Wenn ich auf dem Weg so Rätsel sehen sollte, dann werde ich die auch machen. Erinnert ihr euch noch an diese Briefe? Das ist ja echt cool. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ah, da ist eins. Deswegen wurde der mir hierhin Ich angezeigt. verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Deswegen hat der mich hierhin geführt, weil da eins war. Jetzt verstehe ich so langsam. Ich hoffe, das Let's Play gefällt euch so besser. Jetzt könnt ihr wirklich alles sehen, sowohl die Antwortmöglichkeiten als auch die Karte. Mich müsst ihr nicht unbedingt sehen. Ich bin unwichtig. Hauptsache, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ist das hier oder müssen wir ganz hoch? Ah, da ist es. So, 2 von 6. Wieder runter. Und da ist das dritte. Oh, wir mussten hoch. Und ich habe am Anfang noch gedacht, dass die Steine irgendwie mit dem Besen zu holen sind, weil ich die Karte nicht gesehen habe. Jetzt ist es wesentlich angenehmer zum Spielen. Boah, an diese. Ah, okay. Doch, das könnte es sein. Ja, das ist es auch. Erinnert ihr euch noch an diese große Treppe? Ganz oben ist diese Wahrsagerstunde gewesen. Wir können ja mal gucken, ob es da wirklich ist. Oder ist es an einem anderen Turm? Ups. Revelio. Wir machen mal hier Revelio. Kann ich hier rein? Nein. Aber irgendwann werden wir da reingehen können. Türklopfer von Ravenclaw. Okay, dann können wir doch nicht rein. Könnte der Gemeinschaftsraum sein von Ravenclaw. Aber gut, dass wir da waren. Ah, guck mal. Hier ist wieder ein Rätsel. Das können wir diesmal ausprobieren. Ich hab mich ein bisschen schlau gemacht. Und zwar, also der erste Fragezeichen ist 1. Die Spinne ist bei 8. Es geht von 0 los, von links aus gesehen. Das sind dann zusammen 9 minus 13 sind dann 4. Das heißt, das erste Fragezeichen hier müsst ihr dann viermal machen. 1, 2, 3, 4. Und bei dem zweiten Fragezeichen ist es 13, 21 ist in der Mitte. Die Echse ist bei 3. 3 plus 13 sind 16, 16 minus 21 sind 5. Minus 1 müsst ihr dann immer machen bei Doppelfragezeichen. Das sind dann 4. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, ob es richtig ist. Nein. Vielleicht 5? Auch nicht. Ich könnte schwören, das ist richtig.
Vielleicht 3, 1, 2, 3. Auch nicht. Also das erste Fragezeichen ist richtig, da bin ich mir 100% sicher. Ich probiere es jetzt einfach mit allen. Sehr komisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es richtig war. Ich guck nochmal. Also 1 plus Spinne ist bei 8. Ich zähle nochmal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das ist 8. 1 plus 8 ist 9. 9 plus 1 sind 10. Es könnte auch 3 sein. Ich habe dort 4 gemacht, glaube ich. Warte mal. Oder habe ich da 2 gemacht? 1, 2, 3. Ne, 3 hatte ich eben schon. Was hatte ich eben gesagt? Ich guck nochmal. 1 plus 8 ist 9, plus 1 ist 10, 3 hatte ich gesagt. Den Vogel hatten wir eben schon. 1, 2, 3. Wir machen mal einen mehr. Und probieren das nochmal. Sehr komisch. Ich probiere es mal mit 2. Wenn das auch nicht klappt, dann muss ich noch mal gucken. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich es richtig gerechnet habe. Nee. Keine Ahnung, ich muss da noch mal gucken, auf jeden Fall. Ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Akion. So, eins fehlt uns noch, glaube ich. Viviosa. Level 17, nice. Wir kommen gut voran. Ja, hier ist noch einer. Sollen wir es nochmal probieren? Komm, wir probieren es nochmal. Also, 15 plus das, das ist 2, das sind 17. 17 minus 23 sind 6. Erstes Fragezeichen ist 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kann es nicht sein. Plus 1, vielleicht 7. Oder minus 1. Entweder ist es 5 oder 7. Und bei dem zweiten, das ist 9 plus 9 plus 3. Das sind 12. Minus 19 sind 7. Minus 1 ist 6. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist auch nicht richtig. Vielleicht eine mehr. Nee, keine Ahnung, Leute. Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich bin echt überfragt. Richtig verpeilt. Ich hatte das geguckt, als ich ein Let's Play mir angeschaut habe. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja, toll. Wie soll ich das da holen? Kann ich hier mit dem Besen fliegen? Nein, hier kann ich nicht mit dem Besen fliegen. Mit Akio vielleicht? Akio. I see, I see. So, weiter geht's.
Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber manchmal hört man so ein Schlangenhauchen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht gibt es irgendwie was Geheimes. Was? Boah, wir müssen auf jeden Fall einen Zauber für die Schlösser finden. Ich hoffe, das kriegen wir bald. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Oh, jetzt haben wir aber alle. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle. So, dann gehen wir zurück zu ihr. Das mit den Rätseln müssen wir mal, ich muss mir dazu mal ein Video anschauen. Ich will mich eigentlich ungern spoilern lassen und alles selbst entdecken. Aber ich schaue auch gerne nebenbei Let's Plays. Deswegen, und leider kann man alles gleichzeitig machen. Deswegen werde ich manchmal ungewollt gespoilert. Aber das mit den Rätseln wollte ich sowieso nachschauen selber. Muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Also ich weiß, dass es eine Matheaufgabe ist. Man muss das Äußere von der Mitte abziehen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das mit den Fragezeichen zu machen habe. Ich muss mir dazu mal ein Video anschauen. Der Pies ist mal hier wieder am Lärm machen. Warum war hier eine Glocke in der Richtung? Ich höre aber nichts, also ich sehe nichts, doch da drüben. Nee, wir laufen jetzt nicht zurück. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Ja, hatte ich. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Ja, jetzt können wir uns entscheiden tatsächlich, ob wir sie ihr geben oder nicht. Aber die tut mir so leid, wir werden es auf jeden Fall geben. Natürlich, es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Da fällt mir ein, ob wohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe? Ich würde es nicht drauf einlassen. Ja, man weiß nie. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Jetzt spielen sie bestimmt mit. Gute Idee. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Ich hoffe nur nicht, dass sie die Steine wieder verstecken, so wie beim letzten Mal. Also normalerweise hätte ich bloß nicht auswählen sollen. Aber
die Ärmste hat gar keine Freunde mehr, weil sie immer gewinnt und die anderen besprüht werden. Deswegen habe ich jetzt klar gemacht, damit sie sich auch traut, mit den anderen zu spielen. Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Ich hatte ganz schön viel Glück. Kann sein, dass das so wirkt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es waren oft einfach die Umstände. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hacketts Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Sie können unheimlich sein, wovor sollte man da Angst haben? Erschrickst du auch vor deinem Schatten? Wir nehmen mal, wovor sollte man da Angst haben? Die sind doch niedlich. Wer hat denn Angst vor Knuddelmuffs? Die sehen süß aus, bis sie dir die Zunge in die Nase stecken. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankhof Knuddelmuff. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Was für Pflanzen erwarten mich denn im verborgenen Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Das stimmt. Klingt spannend. Na gut, ich werde dir helfen. Hervorragend. Wir helfen ihm auf jeden Fall. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Vielleicht können wir uns ein paar Pflanzen nehmen. Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Die braucht man ja, um die Elixiere herzustellen. Vor allem besondere Kräuter findet man nicht einfach so, hat sie ja selbst gesagt, die Professorin. Haben wir von dem Brunnen noch nicht den Zettel genommen? Oha. Das Wichtigste vergessen. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es ist. So. Was gibt's hier? Oha. Lass mich wieder raus. No. Du hast nichts gesehen. War ein geheimer Gang. Rebellion. Incendium. So, hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Genau, hier hatten wir schon die Blätter genommen. Komisch, dass es von dem Brunnen keinen Zettel gibt. Wir sind schon Level 18, jetzt schon. Oha. Ich will es nicht kaputt machen. Scheint wichtig zu sein. Da ist eine Markierung drauf. Rebellion.
Finde und betrete den verborgenen. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Ja. Incendio. Wir haben es gefunden. Deswegen war da eine Markierung. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Vermutlich mag sie kein Licht. Lumos. So. Die Pflanzen kennen wir ja schon von dem Film. Die reagieren empfindlich auf Licht. Das war jetzt nichts Schwieriges. Er hat sogar selber gesagt. Für die Leute, die Filme nicht geguckt haben. Für die ganzen Kinder der heutigen Zeit. Aber die meisten Fans werden wahrscheinlich älter sein. Lumos. Was können wir mit den Töpfen machen? Ah, okay. Man kann es kaputt machen. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Oh, nice. Contingo. Lumos. So, das hätten wir auch. Mit weiter nur einem geht's. Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Ja, Frage ist nur, wie ich den Stück bekomme. Also okay, ich kann es einfach nehmen. Auch gut. Ich dachte, die greift uns an. Das hätten die ein bisschen besser machen können. So. Krass, die können wir uns alle nehmen, oder was? Braucht man bestimmt für irgendwelche Kräuter. Oh, hier ist eine Kiste. Das ist eine legendäre Kiste. Mal gucken, was wir kriegen. Oh, Kleidungsstück. Nicht identifizierbar. Da können wir mal direkt zum Raum der Wünsche gehen, nachdem wir die Quest abgegeben haben. Um das identifizieren. Rebellion. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Mhm, hab ich. Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dunkhoff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert.
Danke für deine Hilfe. Gerne. Danke, Knuddelmuff ist jetzt Schluss. So, gucken wir mal, wie viel Zeit haben wir noch. Ja, wir könnten noch zum Raum der Wünsche gehen, auf jeden Fall. Oh, nice. Wir haben zwei Sachen identifiziert. Die sind auch höchstwahrscheinlich stärker als unsere jetzigen Sachen. Boah, Leute, schaut euch das an. Plus 43 und Kontrolle 1, erhöhter Schaden durch alte Magiewurf. Holy moly. Können wir Erscheinungsbild ändern? Sollen wir mal was anderes machen oder sollen wir das lassen? Das ist ein Quidditch-Outfit. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Komm, wir lassen den mal. Quidditch-Umhang. Dann müssen wir die anderen aber auch verändern. Erhöhter Schaden mit Defindo. Defindo haben wir noch gar nicht gelernt, aber egal. Können wir nehmen, ist sowieso besser. Holzbrille. Komm, wir nehmen das einfach mal. Ist auch besser. Was ist hier? Kugel Violett. Ein Bein. Achso, wir können hier den Stab verändern. Ach, das wusste ich gar nicht. Wir können den Griff verändern. Vom Zauberstab. Ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Ich dachte, das sind so Sammelgegenstände. Oh, der ist nice. Den behalte ich. Das sieht nice aus. Gut. Die Brille lassen wir mal weg. Die Handschuhe. Nehmen wir mal Hogwarts-Handschuhe. Mütze. Sollen wir so eine Mütze anziehen? Ne, das sieht echt lächerlich aus. Wir tragen keine Mütze. Schal können wir lassen, aber in Rot dann. Dann passt das zum Gesamtoutfit. Ja, das war's. Wir lassen das so. Ich hoffe, der neue Look gefällt euch. So im Gryffindor-Style. So. Achso, wir könnten auch mal wieder einen neuen Talent vergeben. Talente. Gucken wir mal. Wir haben 4 neue. Depulso löst zusätzlich eine starke Explosion in deiner unmittelbaren Umgebung aus. Confringo-Treffer erschaffen kleine feurige Geschosse, die gegnerische Ziele anvisieren. Boah, das ist stark. Den nehme ich. Dunkle Künste können wir mittlerweile auch andauernder Fluch lernen. Nice. Was ist hier? Das können wir auch lernen. Ausweichen brauche ich nicht. Mehr Fähigkeiten brauche ich auch noch nicht. Obwohl, wenn wir jetzt neue Fähigkeiten lernen, dann haben wir keinen Platz mehr. Das sollte ich holen. Ja, dann haben wir auch keine Punkte mehr. Aber jetzt haben wir zumindest eine weitere Reihe. Achso, und bei Herausforderungen können wir gucken, ob wir was Neues haben. Guckt euch das mal an. Nice. Das haben wir. Hier kann ich noch nichts nehmen. Hier kann ich was nehmen. Und hier kann ich was nehmen. Gut. Haben wir wieder neue Sachen freigeschaltet. Ich schaue mir das später in Ruhe an. Ich weiß jetzt nicht, was ich eingesammelt habe und was nicht. Inventar. Gut. Sammlungen.
Kleidung. Ja, wir können halt so sehr viele Outfits halt hier freischalten. Also sehr viel aussehen, damit man das dann nach Belieben ändern kann. So, schauen wir mal nach Aufträgen, ob wir noch irgendwas machen können. Irgendwas Kleines. Obwohl, wisst ihr was, wir machen ja eine kleine Pause, Leute. Dann kann ich was essen und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Also, bis gleich.